Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir wollen euch heute mal erklären, was Red Race eigentlich so ist, weil da hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan und entwickelt und es ist jetzt eben deutlich mehr als ein paar Jungs und Mädels, die zusammen Fahrradfahren gehen, denn dazu gehört zum Beispiel der Shop. Dazu gehört natürlich auch das Red Pack, was wir euch gleich noch vorstellen wollen. Aber vor allem gehören dazu auch die Events und damit starten wir jetzt mal. Und dazu erzähle ich euch einfach mal, was wir dieses Jahr so gemacht haben. Wir sind in das Jahr gestartet mit dem Last Woman Standing, ein Ausscheidungsfahren indoor in Berlin auf der Go-Kart-Bahn. Meiner Meinung nach das krasseste Event, was es überhaupt im Radsport gibt, um ehrlich zu sein. Fixgear-Rennen, genau. Es starten 8 Leute pro Lauf. Alle 2 Runden wird der letzte rausgenommen, bis dann nur noch 4 übrig bleiben. Die 4 kommen dann in die nächste Runde weiter. Und dann geht das immer so weiter, ausscheidungsmäßig, bis dann zum Schluss eben nur noch 8 Leute am Start stehen, die dann im Finale sind. Und dann wird auch so lange gefahren, bis halt wirklich nur noch einer übrig bleibt. Was dieses Event auszeichnet, ist in meinen Augen die Atmosphäre. Das ist unfassbar. Das war tatsächlich auch mein erstes Event, wo ich selber mit Red Race in Kontakt gekommen bin. Ich übrigens auch. Ja, und es ist schon einfach krass gewesen. Ich bin da reingekommen und da war wirklich ab 17 Uhr nur krasse Stimmung und das ging bis Mitternacht, das war eine einzige Party. Unfassbar geil und ich glaube, sowohl als Zuschauer als eben auch als Fahrer oder Fahrerin hat man da einen richtig guten Abend. Das, was gab's noch? Das zweite Fixgear-Rennen, was Red Race veranstaltet, war oder ist das Fixed 42. Und Fixed 42 bedeutet, dass wir eine Strecke in Berlin haben, 42 Kilometer, wo wir dann einfach mit Fixgear-Bikes durch die Stadt hacken und das ist auch unfassbar bescheuert. Auch teilweise Autobahn gesperrt, ne? Genau, dieses Jahr sind wir ein Stück Autobahn gefahren und das war also geisteskrank einfach, geisterkrank, sagt man ja auch. Ich glaube, wir waren 350 Starter bei den Männern. Genau, also das zum Fixed 42. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so viel mehr zu erzählen. Da muss man auch die Bilder für sich sprechen lassen, das ist ganz klar. Hours? 96 Hours haben wir dieses Jahr auch gemacht. Das ist was ganz anderes als Fixed 42 oder Last Man Standing. Das ist ein Gravel-Event, komplett autark. Das heißt, es ist kein Wettkampf, es ist kein Rennen. Man kann da so schnell fahren, wie man möchte. Der Modus ist, dass es eine vorgegebene Strecke gibt, die man innerhalb von 96 Stunden absolvieren muss. Daher auch der Name. Was dazwischendrin passiert, ist allerdings dir überlassen. Das heißt, ob du zwischendrin im Hotel pennst, so wie das vielleicht dieses Jahr das Red Pack gemacht hat, oder ob ihr komplett draußen schlaft, nur einen Rucksack mitnehmt oder komplettes Bikepacking-Equipment, ist jedem selbst überlassen. Dieses Jahr waren es 660 Kilometer und irgendwie so um die 5000 Höhenmeter. Ja, sodass man da auch wirklich die Natur genießen konnte. Nächstes Jahr sind wir vielleicht wieder ganz woanders. Vielleicht machen wir es wieder in Schweden. Also es ist immer ein bisschen davon abhängig, worauf wir auch gerade Bock haben und was sich dann einfach als Austragungsort quasi anbietet. Genau. Ein anderes Event, wofür Red Race sehr bekannt ist, ist die Tour de France. Über die letzten 4 Jahre waren es, glaube ich, waren wir in Italien. Ist ein Mehrtages-Event, auch wieder kein Wettkampf. Es gibt zwischendurch so ein paar Passagen für Menschen, die halt heizen wollen. Allerdings geht es wirklich darum, zusammen, deswegen auch Tour de France, als Freunde einfach eine möglichst gute Zeit zu haben in Italien, sowohl auf dem Fahrrad als aber eben auch neben dem Rad. Dieses Jahr waren wir auch relativ viel in den Dolomiten unterwegs und das ist einfach, ich persönlich kann mir keinen schöneren Ort zum Fahrradfahren vorstellen als die Dolomiten, bin ich ganz ehrlich. In der Regel sind es 4 Tage, dieses Jahr waren wir 5 Tage unterwegs, das allererste Mal jetzt auch und hatten zwischendurch einen Off-Day, den am Anfang viele nicht verstanden haben, aber eben weil wir in den Dolomiten unterwegs waren und jeden Tag über 3000 Höhenmeter gefahren sind, waren die meisten dann auch ganz dankbar, dass wir zwischendurch nochmal einen Off-Day hatten. Tour de France, Mehrtages-Event. Ohne Wettkampfcharakter. Es gibt zwischendurch Segmente für die Jungs und Mädels, die schnell fahren wollen, aber prinzipiell fahren wir einfach nur durch Italien, versuchen da eine möglichst schöne Zeit zu haben und das ist in Italien relativ leicht, muss man sagen. Jo, dann das letzte und erste sozusagen. Und vielleicht größte? Auf jeden Fall das größte. Genau, was wir dieses Jahr das erste Mal gemacht haben, war das Red Race 120. Ein Straßenrennen im Allgäu.
über 120 Kilometer komplett gesperrte Straßen. Das ist auch ziemlich krass. Das erlebt man so schnell auch nicht nochmal, dass man irgendwie 120 Kilometer die Straßen für sich alleine hat, vor allem nicht in so einer schönen Szenerie. Und das war auch wirklich krass. Dieses Jahr waren wir 1500 Startende. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Nächstes Jahr sind es nochmal viel mehr. Und das war halt schon krass. Genau, dabei ist es jetzt aber nicht so, dass da 1500 Menschen oder dann eben im nächsten Jahr noch viel mehr Menschen einzeln gegeneinander fahren, sondern es ist ein Teamwettkampf. Das heißt, der Wettkampf findet über 2 Tage statt. Der erste Part ist ein Teamzeitfahren. Einfach nur, weiß ich, knapp 5 Kilometer, einfach nur einen Berg hoch, Vollgas, direkt von der Startrampe runter in den Berg rein. Aber einen richtig arschigen Berg. Ja, also ja, du fährst wirklich los und dich lächelt unten direkt so ein Schildchen an, wo halt 15% draufstehen. Das ist super. Die Zeit der ersten 3 wird aufsummiert, dann dividiert durch 3 und diese Zeit bestimmt dann letztlich auch, wo du am nächsten Tag dann im Startblock startest, weil man kann sich vorstellen, 1500 Menschen kann man nicht alle auf einmal losschicken. Der Wettkampf an sich ist keine Einzelwertung, sondern wird auch als Teamwertung gefahren. Wir haben zwar zum Schluss auch die Jungs und Mädels gekürt, die da am schnellsten rübergefahren sind. Bei uns tatsächlich eigentlich aber scheißegal, genauso wie uns die Position auch des Teams scheißegal war. Wir hatten da einfach auch einen wahnsinnig guten Tag im Allgäu oder 2 wahnsinnig gute Tage im Allgäu. Warte mal, Kai, was wir vergessen haben, wir haben gar nicht erzählt, wie das alles losgegangen ist. Checkt mal hier, das sind ein paar Szenen vom allerersten Red Race, was im Februar 2014 in Berlin stattgefunden hat. Das Red Race Last Man Standing auf einer Kartbahn in Neukölln. So ging alles los, weil die Ursprungsidee von Red Race war, als ich meine besten Kumpels damals angerufen habe, gefragt habe, ey, habt ihr Bock mit mir Red Race zu machen? Lass mal geile Fahrradrennen machen, die es so noch nicht gibt. Dann sind wir irgendwie ein paar Monate später auf einer Kartbahn in Neukölln gelandet. Dann haben wir uns ausprobiert und haben auch in Hamburg die ersten Rennen gemacht mit, ey, da sind vielleicht 50 Leute gekommen. Und dann wurde es langsam aber sicher in den nächsten Jahren größer. Dann haben wir auch bis heute eine inoffizielle Weltmeisterschaft gemacht, das Red Race Fix 42 für Trackbikes auf der Straße. Wir haben in Rotterdam beim Grand Départ im Rahmen der Tour de France ein Red Race Crit gemacht und wir haben dann irgendwann gesagt, komm, wir machen eine Tour de Friends, wie Freunde, in Italien und sind von München nach Venedig gefahren, das war 2017. Und wir haben bis heute 5 Events, dann auch 2024, mit denen wir super happy sind. Red Race 120, Red Race Fix 42, Red Race 96 Hours, Last Man Standing und die Red Race Tour de France. Das sind die Events, die es auch 2024 geben wird. Und so ging das alles los. Nächster Teil von Red Race ist der Red Race Shop. Der ist hier, das heißt Red Race Shop. Wir machen exklusiv nur Canyon Service und Verkauf. Und das ist auch unser Headquarter für insgesamt Red Race. Mitten in Hamburg am Fischmarkt. Da ist die Elbe, da ist die nächste Strecke in der Welt. Da ist der berühmte Tyrone Kirby. Hier gibt's alles. Komm mit, ich zeige es dir. Herzlich willkommen im Red Race Shop. Der Red Race Shop hat im Prinzip 2 große Bereiche. Der eine Bereich ist natürlich Verkauf, der andere ist Werkstatt. Verkauf funktioniert so, ihr seht ein Canyon Bike, was ihr gerne abchecken wollt. Dann kommt ihr zu uns in Laden. Hier kommen auch Leute aus ganz Deutschland hin, weil es gibt ja nur uns und in Koblenz ist die Möglichkeit, Canyon Bikes zu testen. Dann seht ihr das neue Endurace, nehmt es von der Wand in der entsprechenden Größe. Dennis braucht L, ich brauche M und dann könnt ihr einfach rausgehen, fahren und dann könnt ihr das mit uns zusammen auf der Canyon-Seite bestellen und dann könnt ihr es auch hier hinliefern und wir bauen euch das auf. Dann habt ihr ein fertig aufgebautes Fahrrad. Jonathan macht das jeden Tag 50 Mal und ist da super geübt drin und dann kriegt ihr ein mega geil aufgebautes Bike. Der 2. große Bereich im Red Race Shop ist unsere Werkstatt. Ihr bringt uns einfach euren Patienten und wir geben eurem Bike ganz viel Liebe, egal ob Inspektion, Reparatur oder was auch immer. Wir nehmen euren Patienten auf, schreiben auf, was ist. Dann haben wir 2 Etagen Werkstatt mit 5 Mechanikern, die nur Canyon schrauben. Die haben es also richtig drauf, was nicht nur Canyon angeht, sondern auch die generell jedes Bike angeht. Mountainbike, Rennrad, Gravel, Urban, scheißegal. Ihr bringt uns einfach euer Canyon, leider nur Canyon. Und dann kümmern wir uns um eure Patienten und sind da auch eigentlich mega schnell.
Das Problem ist, wir müssen immer nur auf Teile warten, aber sobald die da sind, sind die Jungs mega gut und mega schnell. Und dann schrauben wir jegliches Fahrrad für euch fertig. Und was wir natürlich auch verkaufen, ist Merch von unseren Partnern oder von uns. Das heißt, ihr wollt ein neues cooles Trikot haben oder irgendwelche coolen Klamotten von Red Race, gibt's bei uns in Hamburg am Fischmarkt oder im Webshop. Und das Konzept vom Laden ist, dass wir nur unsere Partner verkaufen. Also zum Beispiel nur Morten als Sportnamen, Alrighty als Kaffee, Abus als Helme, Oakley als Brillen. Das heißt, ihr kriegt ganz gezielt wirklich Sachen, die wir auch selber fahren und wo wir hinterstehen und die wir mega geil finden, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also hier gibt es nur Stuff, den wir selber auch anziehen würden. Organisiert wird das ganze Game aus dem Büro, da laufen die Fäden zusammen. Die lieben das bestimmt, wenn wir die jetzt filmen. Lass mal da reingehen. So, Polizei! Das hier sind die Komparsen, die wir jetzt gefragt haben, ob die hier so tun können, als ob die arbeiten. Malte regelt den ganzen Shop. Hier werden alle Produkte angelegt, alle Reparaturen angenommen. Das hier ist spannend. Hier sind alle Fälle von allen Kunden, wenn ihr ein Bike uns reinbringt. Als Beispiel Sachen bestellt, dann ist hier ein Pre-Seat on, Werkstattnummer 7415. Derjenige, der das Fahrrad hat, kann jetzt nachgucken. Da sind Teile bestellt, dann kommt es fertig für die Werkstatt hier und dann wird es rüber für die Mechaniker fertig gemacht. Das planen alles Malte und Alex. Hier ist Mitarbeiterin des Monats, Lotte. Wie beim Schlafen? Schläft immer. Büroschlaf nennt sich das. Büroschlaf. Ja. Und hier wird alles organisiert. Die Events werden nicht hier gemacht, die werden in Münster und Berlin organisiert. Wir in Hamburg kümmern uns nur um Fotos, Filme, den Shop. Und das Team, das machen wir hier. Das war der Red Race Shop. Hier sind wir jeden Tag, hier könnt ihr uns antreffen am Fischmarkt 9 in Hamburg. Canyon Bikes checken, Canyon Bikes reparieren, mit uns schnacken, Kaffee trinken. Kai erklärt euch jetzt was zum Team. Ja, das Red Pack sind namentlich Juli, Fritz, Johnny Moritz Jan und meine Wenigkeit. Jetzt sind alle 10. Wir sind... Moin, Alter. Fakt ist, wir sind einfach ein paar Freunde, die versuchen, möglichst viel Spaß zusammen zu haben. Ich bin ja jetzt selber noch der Frischling in der Gruppe. Wir sind auch ganz unterschiedlich aufgestellt. Ne? Also Ruben und Fritz sind, glaube ich, mit so die krassesten Age-Grouper-Athleten im Triathlon-Bereich, die es halt in Deutschland momentan so gibt. Ich selber fahre Fixie-Rennen, habe da Mate dieses Jahr wieder so ein bisschen mit infizieren können. Ich hoffe, Moritz zieht nächstes Jahr übrigens auch wieder mit durch. Auch wenn er jetzt bescheiden ist, auch mit einer der Besten in Deutschland. Ich jetzt, meinst du? Ja. Ah ja, okay. Ja, das stimmt. dann haben wir Johnny mit dabei, der auch Bock hat auf Fixie-Rennen hoffentlich im nächsten Jahr, der auch auf der Straße wahnsinnig schnell fährt, ist ja unser Bergfahrer, wissen viele gar nicht. Juli ist krasse Triathletin, ist aber auch für jeden Scheiß irgendwie mit zu haben. Lutz ist auch gut auf der Straße unterwegs, Ingo ist krass auf der Straße unterwegs. So. Also jeder hat so ein bisschen seins, jeder hat irgendwie einen unterschiedlichen Hintergrund. Manche kommen irgendwie vom Laufen, manche kommen irgendwie aus dem Triathlon und hatten da irgendwie keinen Bock mehr. Also ja, es ist einfach ein bunter Mix von Menschen, die jetzt zusammen versuchen, geile Scheiße zu erleben. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Zumal wir natürlich, und das muss man jetzt hier auch ganz klar so sagen, im Unterschied zu vielleicht manchen anderen Teams, die jetzt eben nicht irgendwie das profimäßig machen, die ganze Sponsoren mit auf unserer Seite haben, die uns ganz, ganz viel ermöglichen. Und dafür sind wir wahnsinnig dankbar, das muss man einfach so sagen, weil das dann halt eben einfach dazu führt, dass wir nach Italien fahren können, um da bei der Tour de France mit am Start zu sein, weil das dazu führt, dass Mate und ich mit nach Zürich fahren können, um da einfach mit den Fixies irgendwie durch die Stadt zu placken und sowas. Und das eine wahnsinnige Unterstützung ist, auch für die Triathleten. Die werden damit Material ausgestattet von Canyon und von Sailfish beispielsweise. Das wirkt alles irgendwie so zusammen. Ne? Also das heißt, unsere Events, der Shop und letztlich auch das Pack, das greift alles so ineinander. Und ja, zum Schluss kommt eben das hier raus. Und das finde ich persönlich ziemlich gut. Und du? Ja, ja, macht ne? Spaß. Okay. Das war, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung, Dennis. Von daher, bevor wir das jetzt hier irgendwie kaputt machen, sage ich jetzt einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns im nächsten Video, Mann.